Ein paar Tage später ist Evi an einem Morgen nicht aufgestanden. Und als die Mama Moll wollte wecken, ist es im Bett gelegen und hat gebrüht. Mami, ich bin krank. Ja, was ist denn, Evi? Was fehlt dir? Ich habe Bauchweh und es ist mir schlecht. So? Und du hast keine Ahnung, von was das könnte kommen? Aber ich? Du, Mami? Ich habe im Güsselkübel Zeltli-Papier gefunden. Ja, was? Evi, schau mich an. Ja, Mami. Evi, hast du heimlich geschleckt? Ja, Mami, aber nicht viel. 12 Papierli habe ich gefunden. Ja, was? Ich habe gemeint, es seien nur 11 gewesen. Aber gell, sagst du dem Papi nichts? Aber der Papi ist unter der Tür vom Kinderzimmer gestanden und hat es schon gehört. Er hat aber nichts dergleichen da und sich verstellt. Was, Evi? Du bist krank? Ja. Ja, was könnte denn das auch sein? Ich weiß auch nicht. Du bist ja ganz bleich und hast einen dicken Bauch. Ich? Ja, das gefällt mir gar nicht. Da müssen wir den Doktor holen. Nein, bitte nicht. Wenn einem etwas fehlt und man weiss nicht warum, muss man immer den Doktor holen. Ich tue ihm ganz schnell telefonieren. Nein, Papi, nein. Evi, bleib schön im Bett. 3, 1, 5, 5. Hallo, ist dort der Herr Dr. Pflasterli? Ui. Da ist der Papa Moll. Herr Doktor, könnten Sie nicht schnell bei uns vorbeikommen? Unserem Evi geht's gar nicht gut. Der Dr. Pflasterli war der Hausarzt der Familie Moll. Er hat natürlich sofort gemerkt, was mit dem Evi los war. Aber der Papa Moll hat ihm heimlich zuzwinkert. Und der Dr. Pflasterli hat verstanden, was er damit gemeint hat. Er hat das Lachen verdrückt und ein ernstes Gesicht gemacht. So, Evi, jetzt wollen wir zuerst einmal den Puls messen. Komm, gib mir das Händchen. Da, Herr Doktor. Mhm. So. Und jetzt wollen wir mal hören, ob wir in dir innen etwas hören. Tu mal tief schnaufen. Noch tiefer. Ui. Ja. Herr Doktor, ist da etwas Schlimmes? So. Auf alle Fälle musst du die Medizin schlucken, die ich dir da mitgebracht habe. Was? Ja, jede Stunde ein Schluck. Komm, wir fangen gerade damit an. Frau Moll, haben Sie einen Löffel? Da, Herr Doktor. Dankeschön. So, Evi. Jetzt mach schön das Mühli auf. Ah. Und schlucke. Ist das grusig? Sicher nicht grusiger als saure Zeltli. Ja, also, jede Stunde ein Löffel voll. Ciao, Evi. Ich wünsche dir gute Besserung.